1992 wurde im Salzberg von Hallstatt ein über 3000 Jahre altes Seil aus Lindenbast entdeckt. Das 4 cm dicke Seil besteht aus drei Strängen und stellt allem Anschein nach die zentrale Fördereinheit durch den Schacht des bronzezeitlichen Bergbaus dar. Objekt und Fundumstände geben den Archäologen einige Fragen auf. Wie hoch war die Tragfähigkeit? Wie groß Abrieb und Verschleiß? Sprich, wie oft musste das Seil erneuert und ausgetauscht werden? Mit welchen Techniken wurden Seile in der Bronzezeit überhaupt hergestellt? Die Antworten sucht ein archäologisches Experiment. Im Frühjahr 2015 entsteht eine originalgetreue Rekonstruktion des Seils, das anschließend mit moderner Messtechnik getestet werden soll. Um den nötigen Bast zu erhalten, müssen Linden geschält werden. Die Rinde von mehreren Bäumen wird in Streifen abgezogen. Die Rindenbahnen werden einige Wochen lang in Wasser eingelegt. Durch die Feuchtigkeit lösen sich die mit der Rinde abgenommenen Bastschichten. Dieser Vorgang wird als Rösten bezeichnet. Nach einigen Wochen im Wasser lässt sich der Lindenbast leicht von der Rinde ablösen. Wegen der Geruchsentwicklung trägt man dazu am besten Schutzkleidung. Als Ausgangsmaterial stehen jetzt 8 Kilogramm Bast zur Verfügung. Dieser wird nach groben und feinen Fasern sortiert und die Fasern auf ihre Eignung überprüft. Die Basthaufen werden anschließend entwirrt, nach Länge und Breite sortiert und gebündelt. Um Pflanzenfasern fest miteinander zu verbinden, werden sie zunächst in eine Richtung gedrillt. Durch diese Drehung erhalten die Fasern einen ersten Zusammenhalt. Es entsteht ein Strang. Zwei oder mehrere Stränge werden dann miteinander in der Gegenrichtung verzwirnt. Durch diese gegenläufige Wicklung verbleiben die Stränge in einem stabilen Verbund, ohne sich wieder aufzutrennen. Nach diesem Prinzip lassen sich sowohl Schnüre wie auch Seile herstellen. Einzelne Fasern werden zu einem fingerdicken Faserstrang, einem Kardel, zusammengedreht. Nach fast jeder Drehung des Stranges werden neue, einzelne Fasern eingearbeitet, um den Strang zu verlängern. Nach dieser Technik arbeiten auch spezialisierte Seiler aus Mali, die statt Lindenbast Baststreifen des Affenbrotbaumes verwenden. Damit man die einzelnen Stränge zu einem Seil verbinden kann, werden zunächst die Enden mit einer Wicklung aufeinander fixiert. Durch diesen Takling entsteht somit ein Seilanfang. Jetzt hast du es gesehen. Ziemlich cool. Wir erhöhen gleichmäßig die Spannung auf den einzelnen Schäden. Die virtuelle Mittellinie haben und Vom Seilanfang beginnend werden die drei Einzelstränge nun zu einem Seil geschlagen. Die Stränge laufen im Zentrum zusammen und werden hier gegen ihre Drehrichtung eingedreht. Es entsteht ein fester Verbund. Entsprechend dem Originalseil sind die Einzelstränge im Experiment gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Das ganze Seil fügt sich also im Uhrzeigersinn zusammen. Für ein gleichmäßiges Ergebnis sitzt eine Person am Anfang des fertigen Seils und kontrolliert Drehung und Winkel der Einzelstränge zueinander. Wenn der Winkel falsch ist, wird das Seil ungleichmäßig und die Belastungsfähigkeit sinkt. Das Ergebnis ist ein 9 Meter langes Seil mit einer durchschnittlichen Dicke von etwa 4 cm. 4 Leute haben daran über 10 Stunden gearbeitet. Auf den Prüfmaschinen der Technischen Universität Chemnitz sollen die rekonstruierten Seile auf Bruchlast und Biegefestigkeit getestet werden. Die Tests zeigen, dass Seile aus Lindenbast einer Dauerbelastung standhalten und Lasten von mehr als 850 Kilogramm gewachsen sind.
Das dicke Förderseil ist somit ein weiterer Beleg für den hochspezialisierten und perfekt organisierten bronzezeitlichen Salzbergbau von Hallstatt.